Hallo, Bayern München Fans. Herzlich willkommen beim Bayern News Channel, wo wir alle aktuellen Informationen über den Verein präsentieren. Heute haben wir aufregende Neuigkeiten für euch. Der FC Bayern München hat den Stürmer von Atalanta, Rasmus Højlund, auf seine Sommereinkaufsliste gesetzt. Allerdings werden sie sich mit Manchester United um die Dienste des Dänen messen müssen. Bevor wir jedoch weitermachen, abonniert unseren Kanal, gebt uns euer Like und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein einziges Video des FC Bayern München verpasst. Lasst uns zu den Einzelheiten kommen. Rasmus Højlund ist ein Stürmer, der die Aufmerksamkeit ganz Europas auf sich zieht. Bei seinem Engagement bei Atalanta erzielte er 9 Tore in der italienischen Serie A, was das Interesse mehrerer Vereine weckte. Die Serie A-Teams verlangen 86 Millionen Pfund für seinen Transfer, was den Marktwert von Højlund verdeutlicht. Laut dem renommierten deutschen Zeitungsmagazin Bild hat der FC Bayern München Højlund in seine Liste der Transferziele aufgenommen. Der ehemalige Sportdirektor des Vereins, Hasan Salihamidzic, wählte den dänischen Stürmer aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Erling Haaland von Manchester City aus. Neben Højlund werden auch andere Spieler wie Niklas Füllkrug von Werder Bremen und Gonzalo Ramos von Benfica von Bayern in Betracht gezogen. Wenn Højlund sich den deutschen Giganten anschließt, wird er die Möglichkeit haben, mit Trainer Thomas Tuchel zusammenzuarbeiten, der den Bundesligatitel mit Bayern verteidigen und natürlich weiterhin den Champions League-Pokal anstreben möchte. Die Verpflichtung von Højlund würde dem Angriff des bayerischen Clubs mehr Optionen und Qualität bringen. Es ist erwähnenswert, dass der FC Bayern München auch andere Optionen in Betracht zieht, um seinen Kader zu verstärken. Einer der Namen, der analysiert wird, ist Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Außerdem ist Viktor Omischen von Napoli eine Option, obwohl er möglicherweise teuer wird. Die deutschen Meister erkunden verschiedene Alternativen, um das Team zu stärken. Leider waren die Bemühungen, Harry Kane nach Deutschland zu holen, nicht erfolgreich, da sich der 29-jährige Spieler für einen Verbleib in England entschieden hat. Nun konzentriert sich Bayern auf andere machbare Optionen auf dem Markt. Und wie siehst du das, lieber Fan? Was hältst du von einer möglichen Verpflichtung von Rasmus Højlund für den FC Bayern München? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile uns deine Erwartungen an die Verstärkungen des Vereins für die kommende Saison mit. Bleibt dran am Bayern News Channel für weitere Updates zu eurem Herzensverein. Bis zum nächsten Mal.